herzlich willkommen zum Let's Show Wensland vom August 2016, meine lieben Freunde. Und wir haben ab diesem Monat folgende Strukturen, diesen Let's Show. Wir stellen jetzt nicht nur noch Nordwen vor, weil Nordwen ist ja im Let's Play. Wir stellen jetzt die anderen Ortschaften vor, die außerhalb meines Let's Play errichtet werden, dass ihr auch mal einen kleinen Einblick bekommt, was hier denn so abgeht. Das erste Örtchen, das ist das liebe Hohenstein von lieben Enrico, der nämlich an dieser Position hier. Da ist er. Ja, und der Enrico, der wird uns jetzt ein bisschen durch Hohenstein führen und erzählen, was er denn so alles gemacht hat. Jo. Ja, auf. Dann würde ich sagen, legen wir los. Komm mal ein bisschen erstmal runter. So, ja, hier in Hohenstein ist natürlich immer voll Betrieb hier gerade. Drei. Das ist gerade Dorfbewohnerboom. So. So. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Muss mal gucken, wo du bist da zwischen den großen, vielen Massen. Ja, ich sehe das schon. Gut, zum einen ist hier in diesem Monat das Postamt entstanden oder wurde angefangen zu errichten. Mhm. Ich habe mich hier ein bisschen mit roten Sandstein ausprobiert und ja, ist noch nicht komplett fertig eingerichtet, aber der Rohbau, sage ich mal, steht so zu 80%. Und ja, wir können ja mal reingehen, dann kann ich auch mal kurz die Innenräume im aktuellen Stand zeigen. Wolltest du mal kurz von allen Seiten zeigen? Ja, klar. Dass man da auch einen kleinen Eindruck bekommt. Ja. Ja, die Gasse, die hier auf jeden Fall durchgeht, ist zum einen die Postgasse. Da kommt man dann natürlich zum einen mal hier zum Postamt und weiter zum Wanderweg Richtung Mooseck. Das ist die Ortschaft, wo die liebe Anni baut. Genau. Ja, dann würde ich mal sagen, rein in die gute Stube. Also hier unten sollen so die Postfächer quasi entstehen und kleiner Empfangsbereich. Darum auch die hohen Wände, ja. Ja. Dann im zweiten Obergeschoss sollen dann so die Büros der ganzen Mitarbeiter hier entstehen. Können wir mal beispielsweise in eins hier reingehen. Sehr, sehr verwinkelt, aber dadurch kann man natürlich auch einige Bücherregale hier dann später auch vor allem mit reinstellen. Sehr schöne Aussicht auf die Altstadt. Ja, schöne Aussicht. Können ja noch mal auch in das andere Zimmer kurz reingehen, so einen kurzen Blick reinwerfen. Das wird dann hier so der kleine Besprechungssaal, wo sich immer kurz besprochen wird, mal so teambesprechungsmäßig. Und hab halt hier oben mit gelb-schwarz, also die typischen Postfarben, gearbeitet. Und ja, im Obergeschoss, da ist aktuell noch ein bisschen unklar, was hier entsteht. Aber da werde ich mal gucken, was ich da hier so hinmache. Das werde ich dann spontan entscheiden. Mhm. Hier ist schon jemand, die sich ja als Postfach Angestellte ausgibt, ist auch hier schon mit Büchern. Scheint auch schon ein sehr belesener Mann zu sein, also vielleicht wird es eventuell ja auch irgendwann mal der Chef hier vom ganzen Postamt in Hohenstein sein. Ordnung 1, cool. Jo, genau, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder runter. Passt eigentlich so rein, also ein Bibliothekar. Ja, passt gut, ne? Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir hier rüber gleich hier. Ist jetzt im letzten Livestream in meinem 100 Abonnenten Special. Ganz ist, frisch. Ganz frisch, ganz neu ist hier. Wo auch hier hinten die Zahl entstanden ist. Zoom-Taste, wo ist sie? Da. Ist hier die Gerber am Entstehen, die Gerberei. Genauen Namen habe ich da auch noch nicht, aber da werden wir mal gucken. Wird schon noch was einfallen mir.
Wer einen Namen für diese Gerberei hat, in die Kommentare damit. Gebe ich dann an Enrico weiter. Da würde ich mich riesig drüber freuen. So. Ja, Moment. Kommen wir da zurück. Ja. Genau, also hier ist aktuell noch Baustelle, deswegen stehen ja auch die ganzen Kisten und so. Das wird dann bei mir weiter im Let's Play mit entstehen. Noch. Aber erstmal müssen andere Gebäude fertig werden. Korrekt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Also hier unten wird der Verkaufsbereich schöner großer entstehen. Raum. Ja, mit einigen Glasscheiben, wo man dann hier vielleicht auch den einen oder das ein oder andere ein Schaufenster stellen kann. Rüstungsständer eventuell. Rüstungsständer zum Beispiel. Mit schöner Kleidung. Genau. Und. Versteckter Treppe hier hinten, die gefällt mir besonders. Ja, aber so haben die damals teilweise ihre Häuser gebaut, so mit engen Aufgängen an Treppen. Habe ich gesehen. Ja, hier oben ist dann die Wohnung der Familie Gerber quasi. Ja, hier wird dann wahrscheinlich Wohn- und Ess- oder Kochbereich entstehen. Ja, auch hier mit einem kleinen Erker so ein bisschen gebaut. Ja, dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch nach oben gehen. Ja. Ja, und oben im Obergeschoss wird dann der Schlafbereich entstehen für Kinder und Eltern. Weil damals hatte ja nicht jedes Kind ein eigenes Kinderzimmer. Das stimmt, die haben meistens dann mit im Schlafzimmer geschlafen. Genau, da gab es einen großen Schlafraum und dann haben da alle drin geschlafen, genau. Ja, genau. Das Fenster finde ich sehr interessant hier. Was denn, den Erker hier? Vom ja, das finde ich sehr interessant, das Fenster. Ja. Ist wie gesagt auch alles noch am Entstehen und noch nicht fertig, also kann sich noch einiges bis zur Release-Fassung geben, aber ist ja nicht das letzte Let's Show, was du aufnimmst. Ja. Insofern kann man ja dann da auch wieder reinschauen, wenn es dann soweit ist. Ja, genau, dann ist hier neben gestern, ja, ein kleiner Jump'n'Run-Teil entstanden oder ehemals Jump'n'Run-Station, Spielstation, ja. Ja, weil gestern habe ich mein 100 Abonnenten-Special, wie gesagt, gefeiert und da hatte ich ein paar Spiele vorbereitet, aber alles kam, wie gesagt, anders als gedacht und ja, als Erinnerung haben wir das hier stehen lassen, und ja, genau, das ist eigentlich hier so der Bereich, der Teil, wir haben noch hier... Fahrt der 100 wollten wir nennen, ne? Oder hattest du da? Fahrt der 100, genau, ja, oder... Irgendwie so. Oder 100 Abo-Straße, das werden wir noch gucken, wie wir das nennen. ja, hier ist jetzt heute die Kuhwiese entstanden. Schlachterei Karl. Der Schlachterei Karl. Das muss ich noch umbenennen, das Schild. Weil morgen war ich mir noch nicht ganz so sicher, was ich da mit rein mache. Ich gehe mal kurz drüben mal ein bisschen schlafen legen. Nee, ich war mir heute Morgen noch nicht ganz so sicher, was ich da reinmache, ob ich da jetzt eine Gerberei reinmache oder so. Und ja, jetzt habe ich mich aber dazu entschieden, eine Gerberei reinzumachen. Das heißt, ich muss das dann noch umbenennen, das Schild. Ja, auf jeden Fall ist jetzt die Kuh wie so Hohenstein quasi. Ja, gab auch schon einiges an Nachwuchs. Ja, schaut das schon so aus. Jo, genau. Dann würde ich sagen, gehen wir Richtung 100 Podest. Podest mit der 100 im See da. So. Das habe ich auch halt als Dankeschön für 100 Abonnenten hier gebaut. Das kleine Podest hier mit der 100 drauf. Und ja. Genau, das ist eigentlich so hier. Unterhalb von Hohenstein entstanden, also nördlich von Hohenstein. Ja, hier sollte das eigentlich Quizstudio gestern sein, aber kam, wie gesagt, ja alles anders als gedacht. So. Ja, dann würde ich sagen. Setz dich mal mit rein, kurz. Jo. So, okay. Gut. Gut. Nee. Drinnen sitzen.
Ah ja, so. Und bam. Jetzt darfst du. Super. Gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Süden von Hohenstein, in die südlichere Gegend. Da müssen wir mal hier kurz durch die Ortschaft latschen. Ja, hier in der Apotheke, die ist jetzt ein bisschen weiter in der Inneneinrichtung entstanden. Also hier gibt es jetzt die ersten Tränke zu kaufen, die man vielleicht auch hier vorne auf dem Schild liest. Die erste Medizin. Hier ist auch gerade großes Getümmel, ne? Ja. Gerade in diesen wechselnden Jahreszeiten ist immer sehr viel Schnupfenzeit, ne? Ja. Da hast du was gut gefragt. Zum Labor gibt's da. Genau. Ist auch schon eine Frau vom Fach. Guten Tag. Wie denn der Fischer hier? ja, kannst ja mal mit hier hinterkommen. Ja. hier hinten sind jetzt auch Tränke mit reingekommen. Ja, und generell haben sich die Kisten einfach ein bisschen, vervollständigt. Und ein Baustein steht jetzt hier auch hinten drin. Das Wichtigste eigentlich quasi. Ah ja. Sehr gut. Jo, genau. Hier draußen hat sich soweit nichts geändert. Das ist einfach noch der kleine Heilgarten. Ja, genau. Dann würde ich sagen, wir können ja mal hier über den Busch rausklettern. Richtung Schäferei, die ist nämlich auch am Entstehen. Bitte nicht wegen den Balken wundern, oben beim Dachgeschoss und hier an der Seite. Das kleines Experiment. Genau, das muss ich noch wieder beheben, also müsst ihr euch jetzt andersrum vorstellen, die Balken, so. Ja, können wir auch mal kurz drumrum laufen, keinen Einblick bekommt. Das Dach, hast du da schon eine Ahnung, wie das ausschauen soll? Also zugegebenermaßen noch nicht so ganz. Da bin ich mir noch ein bisschen unsicher, aber wahrscheinlich werde ich es aus Eichenholz zumindest den Rahmen machen. Zumindest sieht es so zumindest im Moment aus, aber kann sich ja auch alles wieder ändern. Die Schafswiese, die stand da schon vor dem August. Genau, die Schafweide, die entsteht schon, die steht schon seit einigen Monaten, aber die Schäferei jetzt hier, das Gebäude dazu, ist halt jetzt erst im letzten Monat entstanden. Und ja, ich würde sagen, wir können mal reingehen in die Hohensteiner Schäferei Pumuckl. Pumuckl, weil so viele bunte Schafe auf der Weide sind. Genau, hier unten soll dann quasi auch der Verkaufsraum sein. Ah, das muss ich sagen, das schaut irgendwie cool aus. Ja, das kann man eigentlich so lassen, gell? Ja. Hier unten wird dann der Verkaufsraum entstehen, wo dann alles gekauft werden kann. Hier hinten ist dann schon Wohnbereich. Hier geht's zu den Schafen, genau. Genau. Wo dann auch die Küche hier entsteht mit Essecke und so. Cool. Bin schon gespannt, wie das ausschauen wird. Ja. Dann würde ich sagen, können wir mal nach oben gehen. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie ich die Raumaufteilung mache. Also entweder kommt hier das Schlafzimmer oder das Büro rein. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Da muss man mal gucken. Auf jeden Fall in eine der beiden Räumlichkeiten wird Büro und Schlafzimmer reinkommen. Denn irgendwo muss ja auch die ganze Wolle zu Teppichen und so verarbeitet werden. Ne, wenn man sowas verkaufen will. Und damals wurde ja noch viel handwerklich auch gemacht. Oh ja. Und hier hinten kommt dann noch die Treppe rauf ins Obergeschoss. Was ins Obergeschoss reinkommt, ist aber aktuell noch ungewiss. Ja, gucken wir doch mal. Genau. Das war der falsche Block. Können wir mal ganz kurz uns hochstecken, mal kurz schauen. Ja. Hast du kein Material mehr? Nö. Spring mal.
Weiter. Ah, jetzt, okay. So ging's schneller. Hier oben hat man dann auch eine schöne Aussicht hier auf Stunt, dann auch auf Umgebung, dann wahrscheinlich wird man haben. Hui. Richten wir das gleich mal. Ja, wenn wir gleich hier oben sind, gell, ich mach die andere Seite, du machst die Seite. So. Können wir das gleich korrigieren mit. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so. Ups, falsch gesetzt. Genau, also hier. Ja gut, das sind jetzt natürlich dann wieder Feinheiten, wenn man hier da noch was ändert. Ja. Da müssen wir dann mal gucken. So, ja, dann würde ich sagen, ab nach unten wieder. Super. So, okay, dann ja, würde ich sagen, latsch mal noch hinter zur Dorfschule. Da habe ich schon mal einen Bauplatz nämlich festgelegt. Mhm. Und dann sind wir eigentlich so weit so gut auch durch hier in Hohenstein. Hui. Ja, ich weiß nicht, ob du noch zeigen willst, dass du dein Haus hier eingerichtet hast oder ob du das dann im Let's Play machen willst. Ja, können wir auch machen mit. Ja, können wir eigentlich auch mitmachen, gell? Ja, wenn wir einmal hier sind, ne? Genau, gleich die Zeit nutzen. Ja, dann übergebe ich mal ja kurz das Wort an dich. Na, wenn du es schon so sagst, dann lass uns mal noch weitergehen. Okay, gut. Ja, hier hinten geht, wie gesagt, eine Straße dann entlang. Die Weltenstraße. Zum einen hier runter dann zum Hafen von Hohenstein und hier geradeaus zur Dorfschule. Binnenhafen, liebe Zuschauer. Binnenhafen, genau, ja. Aber abgekürzt einfach nur Hafen. Genau. Ja, und hier entsteht... Weil BH klingt da ein bisschen blöd. Ne? Genau, und hier ist dann die Planbaustelle Dorfschule Wedeswink. Okay. Ja, schwer zu lesen, muss ein bisschen ranzoomen, dann... Kannst das... Ist das in Ocker geschrieben? Eigentlich ist es schwarz. Ja, eigentlich ist es schwarz, gell? Vielleicht wegen aus? Der Sonneneinstrahlung irgendwie. Wegen der Sonneneinstrahlung bestimmt, ja. Also kannst du ein bisschen... Ja, das ist schwarz geschrieben, mit Shaders schaut das ein bisschen... komisch aus. Jetzt hier, oder? Ja, okay. Auf jeden Fall ist hier die Planbaustelle Dorfschule Wedeswink. Ja. Genau, jo. Dann gehen wir noch schnell zum Friedhof rüber und dann sind wir fertig hier. Ja, in der Tat. In der Tat, so ist es. Wer jetzt ja einige Bauwerke schon gesehen hat, wie zum Beispiel da oben dieses Gebäude oder da dieses Gebäude am Berg oder hier dieses Schiff oder hier andere Gebäude, wo wir jetzt nicht drin waren, da könnt ihr ja mal beim Enrico im Let's Play da schauen. Der Link dazu in der Videobeschreibung. Ja, genau, würde ich mich freuen. So, ja, es wird auch schon langsam wieder Nacht. Ich gehe mal runter beim Dune pennen. So. Und gute Nacht, so. Gut, ja, am besten wartest du kurz auf mich beim Friedhof. Ich komm grad. Schnell! Schnell, schnell, das Video ist gleich um. Die Toten greifen mich an. Ja, genau. Hier ist der Ortsfriedhof Amorshöhe entstanden. Amorshöhe. Amorshöhe, genau. Ein sehr impulsiver Name, finde ich gut. Ja, können wir ja mal reingehen. Oh ja. Und ja, hier sind hat man zum einen hier vorne ein kleines Becken mit Eimern, wenn man dann hier da ist Wasser drin. Selber mal gießen möchte. Cool. Ja, sind hier einige Gräber angelegt.
Die Gräber, die gefallen mir. Die schauen gut aus. Oh, dankeschön. Liegt begraben von mir Hohn. Und hier liegt begraben von mir Stein. Liegt begraben von mir Hans. Da mal jetzt die zwei Gräber vielleicht zusammen denken. Da gibt es eine Geschichte zu, zur Familie Hohn und zur Familie Stein. Dazu später mehr. Familie von Reden oder von Finn? Von Reden, genau. Von, okay. Genau, Frau Stand. Frau Stand, genau, die stand immer so, gell? Schulz, Graf. Ja, Graf. Bohle. Schnaps. Da hast du gerade einen kleinen getrunken, ne? Ja. Nee. Ja, die Frau stand beim Schulz, ne? Und Graf mit der Bohle und Schnaps. Ja, hier liegen dann noch andere Gräber, zum Beispiel der Herr Ühi liegt hier begraben, die Frau Reinicke. Und der Herr Palk, und hier ganz oben liegt noch die Frau Edel und die Frau Schäfer. Schön, schick. Schön, ne? Jo, dann sind wir hier fertig oder durch in Hohenstein. Durch, Sommer. Schön, dass du vorbeigeschaut hast. Ja, in der Tat. Und ja, dann wünsche ich dir noch eine gute Reise hier durchs Wendsland. Ja. Ja. Super. Genau. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei den folgenden Überfliegungen der Ortschaften und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, bis zum nächsten Monat beim letzten Let's Show. Und tschüss. In the wake of dawn, I see.
You shine when I feel that heartbeat, I fly so much higher. Thank you.